Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur Pressekonferenz vor dem morgigen Heimspiel gegen den BHC um 20.30 Uhr. Auf dem Podium begrüße ich herzlich unseren Geschäftsführer Remi Selke, unseren Trainer Michael Haas und unseren Kreisläufer Sebastian Viernhaber. Ja, und wie Sie der Einladung schon bereits entnehmen konnten, handelt es heute sich nicht nur um sportliche Themen, sondern der HC Erlangen möchte auch diesen Raum nutzen, um einen Ausrüsterwechsel bekannt zu geben. Und ich denke, da kann uns unser Geschäftsführer Remi Selke die Hintergründe dazu erläutern. Ja, vielen Dank, Mira. Ich freue mich sehr, jetzt hier und heute bekannt geben zu dürfen, dass die Firma Adidas der neue Ausrüster des HC Erlangen zur kommenden Saison wird. Damit haben wir mit einem der wirklich größten Sportartikelhersteller der Welt eine langfristige Partnerschaft abgeschlossen, die uns wirklich, das möchte ich ausdrücklich betonen, unglaublich stolz macht. Weil die Partnerschaft beinhaltete sowohl eine Ausrüstung als auch eine Sponsoring-Vereinbarung und ist eine Direktvereinbarung mit Adidas direkt. Das bedeutet, dass wir in der kommenden Saison der einzige Handballverein in Deutschland sein werden, der eine direkte Partnerschaft mit der Firma Adidas vorweisen kann und geschlossen hat. Neben vielen anderen großen Sportvereinen dieser Welt sind wir nun auch ab der kommenden Saison Teil der Adidas-Familie und wie gesagt, da sind wir sehr froh, sehr stolz drum. Und ich glaube, dies zeigt einfach auch ganz besonders zwei Punkte. Auf der einen Seite, dass Adidas seine Wurzeln nicht vergessen hat, ganz im Gegenteil. Das hier ist die Heimat der drei Streifen und dieses regionale Engagement möchte Adidas natürlich weiter stärken. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch ganz klar, wo sich der HC Erlangen in den letzten Jahren hinentwickelt hat und wie diese Entwicklung auch bei so weltweiten Global Playern, wie es Adidas ist, auch nicht verborgen geblieben ist. Also ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren wirklich eine unglaublich tolle Entwicklung hingelegt und ja, dürfen uns jetzt dort über eine wirklich tolle Partnerschaft freuen, die, wie gesagt, über viele Jahre uns jetzt begleiten wird. Zudem sind wir natürlich ja auch schon mit Adidas in der Vergangenheit in die erste Liga aufgestiegen. Das heißt, da haben wir schon sehr, sehr positive Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt. Und da freuen wir uns natürlich jetzt auch in der Zukunft, diese Erfolgsgeschichte fortschreiben zu dürfen. Ganz ausdrücklich möchte ich mich auch bei allen Beteiligten bedanken für die Gespräche in den letzten Monaten. Das waren sehr, sehr freundschaftliche, aber auch sehr konstruktive und vor allem sehr zielgerichtete Gespräche, die wir da geführt haben und die schlussendlich zu dieser Partnerschaft geführt haben. Das bedeutet, dass unser Team ab der kommenden Saison komplett von Kopf bis Fuß mit Adidas ausgestattet wird und ja, damit in die Zukunft geht und ich freue mich wirklich sehr auf eine tolle Zusammenarbeit, auf eine tolle Partnerschaft und ja, auf eine Weltmarke Adidas und den HC Erlangen ab der kommenden Saison. Dankeschön. Ja, danke René und wie ihr sehen könnt, haben wir auch etwas aufgebaut, denn auch unser neuer Ausrüster Adidas möchte es sich nicht nehmen lassen, eine Grußbotschaft an alle hier vertretenen Pressevertreter zu übermitteln. Deswegen könnt ihr ja vielleicht einmal kurz den Fernseher enthüllen. Und zwar haben wir eine Grußbotschaft vorbereitet von Roland Auschel. Roland Auschel ist ein Mitglied des Vorstands von Adidas und ist verantwortlich für den Bereich Global Sales. Und die Ellen spielt das jetzt mal ab. Liebe Verantwortliche des HC Erlangen, verehrte Vertreterinnen der Presse. Ich freue mich sehr, heute unsere Zusammenarbeit mit dem HC Erlangen bekannt geben zu dürfen. Ich selbst lebe in Erlangen und weiß um die besondere Rolle des Vereins hier. Herzogenaurach ist die Heimat von Adidas und die Sportförderung in der Region liegt uns besonders am Herzen. Wir freuen uns, mit der neu geschlossenen Partnerschaft dieses Engagement weiter zu bekräftigen. Denn neben Leichtathletik, Bouldern, Surfen und Fußball sind wir nun auch im fränkischen Spitzenhandball aktiv. Ich kann es kaum erwarten, den HC Erlangen ab der neuen Saison in drei Streifen spielen zu sehen und dass ich ihn dann auch persönlich anfeuern kann. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Das, wie gesagt, die Grußbotschaft von unserem neuen Ausrüster Adidas und wir werden nachher natürlich noch Fragen zu diesem Thema auch beantworten. Doch bevor wir uns denen widmen, wollen wir uns natürlich auch auf das morgige Spiel fokussieren und zwar trifft ja der HC Erlangen um 20.30 Uhr auf den Bergischen HC. Hassan, ihr konntet jetzt letzte Woche zwei Siege holen, habt auch dementsprechend wahrscheinlich ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Wo siehst du denn die Stärken vom BHC morgen und auf was müsst ihr euch gefasst machen?
Hallo zusammen. Ist richtig, was du gesagt hast. Wir haben eine sehr gute Woche hinter uns. Wir haben die Spiele, die man von uns erwartet und die auch wir von uns erwarten, dass wir sie gewinnen, haben wir gewonnen. Das hat uns einen großen Schub gegeben fürs Selbstbewusstsein. Wir haben im mentalen Bereich da, glaube ich, viel dazu gelernt, haben diese Spiele sehr souverän gestaltet. Ja, und jetzt kommt der BHC als Auftakt einer Phase mit sehr schwierigen Spielen. Die Spiele gegen BHC waren immer sehr schwierig, sehr eng, sehr kampfbetont. Wir freuen uns riesig auf dieses Spiel, weil das einfach ein Gegner ist, mit dem wir uns messen wollen. Die stehen auf einem Tabellenplatz, wo wir prinzipiell hinwollen. Und deswegen ist das einfach ein sehr spannendes, sehr schönes Spiel für uns. Der BHC ist eine Mannschaft, die jetzt schon lange zusammenspielen, die sehr variabel sind, sehr eingespielt sind und in dieser Saison sehr konstant sind. Sie machen wenig Fehler, spielen sehr, sehr souverän, die ganze Zeit ihren Stiefel runter, haben allerdings zuletzt gezeigt gegen Nordhorn, dass sie nicht unangreifbar sind. Und da sind Ansatzpunkte, die wir attackieren werden. Wir sind, glaube ich, in einer Situation, wo wir prinzipiell eher besser werden. Und deswegen bin ich sehr frohen Mutes, dass das am Morgen eine gute Sache wird. Und ich glaube, meine Mannschaft ist heiß, sie sind gut vorbereitet. Wir haben immer noch ein bisschen Probleme mit Verletzungen, aber ich glaube, dass wir gerade aus der letzten Woche mit sehr viel Selbstbewusstsein gegangen sind, sodass wir in dieses Spiel alles reinwerfen. Es bleibt, ist und bleibt ein Heimspiel und da sollen natürlich die Punkte bei uns bleiben. Dankeschön. Ja, Sebastian, du nimmst bei uns in der Abwehr ja auch eine zentrale Rolle ein. In Baling hat man gesehen, dass die Defensivarbeit auf jeden Fall auch wieder ein Schlüssel zum Erfolg sein kann. Wie zufrieden bist du denn aktuell so mit eurer Defensivarbeit und was glaubst du, kommt vor allem in der Abwehr auf euch zu morgen? Hallo erstmal. Unsere Abwehr, denke ich, ist auch, wie Hassan eben schon gesagt hat, immer weiter am besser werden. Also wir versuchen in jedem Training da Fortschritte zu machen und man hat auch jetzt über die letzten beiden Spiele gesehen, dass auch die fehlende Konstanz in der Abwehr, die wir vielleicht mal hatten, dass wir jetzt auch über 60 Minuten eine grundsolide Abwehr stellen konnten mit einem überragenden Verliehen dahinter. Und gegen BRC, es wurde ja auch schon gesagt, treffen wir auf eine sehr eingespielte Mannschaft, die, ja, ich würde sagen, eher wenige Auslösehandlungen spielt, aber die dann perfektioniert und sehr variabel einsetzt. Und da gilt es einfach, über 60 Minuten sehr konzentriert zu verteidigen. Und ich bin da aber auch sehr frohen Mutes für das Spiel morgen. Dankeschön, Sebastian. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Dann würde ich erstmal sportlich anfangen. Abwehr immer weiter am Verbessern. Was wird da aktuell gemacht sozusagen im Training? Worauf konzentriert man sich? Wiederholungen? Oder kann man doch noch neue Aspekte auch finden? Und auch der Trainer, der ja auch seine erste Saison erlebt sozusagen. Es ist tatsächlich so, dass es sehr viel um Wiederholungen, um Sicherheit geht, weil wir einfach dahin kommen müssen, dass wir auch in Drucksituationen, in Stresssituationen einfach uns auf manche Dinge verlassen können. Natürlich versuchen wir auch, ein, zwei Variationen immer mal einzubauen. Aber im Wesentlichen geht es darum, einfach uns zu finden, zu stabilisieren. Und wir sind einfach jetzt, gerade was die Abwehr angeht, mal weitestgehend komplett, sodass wir da einfach uns verbessern können und einfach sicherer werden können in dem, was wir tun. Ein bisschen Verletzungsprobleme gerade angesprochen. Wen trifft es da aktuell noch? Ja, es ist jetzt gerade noch ein Fragezeichen hinter den Antonio Metzner und Šime Ivić. Ja, es ist schon ein sehr großes Fragezeichen, ob die beide uns helfen können. Aber wir haben dahinter den Dani Musindi, der es jetzt gegen Baling sehr gut gemacht hat, sehr routiniert, sehr souverän. Wir werden es auffangen können. Frage an Sebastian. Im Vergleich zum Hinspiel, gerade schon erwähnt, BHC eine sehr eingespielte Mannschaft. Beim Hinspiel am Anfang der Saison wart ihr es noch nicht, weil es viele Neuzugänge gab. Was hat sich vielleicht seitdem jetzt dann verändert, außer dass ihr natürlich auch eingespielter seid wahrscheinlich? Und schaut man sich jetzt konkret nochmal dieses Spiel an oder ist das so weit weg und war das so ein anderer HCE damals, dass das eigentlich nicht mehr so viel bringt? Das sind ja eigentlich zwei Fragen. Also die zweite Frage kann ich erst beantworten. Ja, man schaut sich schon auch das Hinspiel an, weil einfach jede Mannschaft so ein bisschen seinen eigenen Spielstil und das Spielsystem hat. Und um das zu vergleichen, kann man da auch Schlüsse aus dem Hinspiel nochmal ziehen. Und ich glaube, dass so eine Saison auch immer davon geprägt ist, dass Vereine vielleicht auch gerade auf einem aufsteigenden Ast sind. Wir haben jetzt gezeigt, dass wir gegen schlechtere Mannschaften oder vermeintlich schlechtere Mannschaften solide spielen können und sind in einer mental sehr guten Verfassung. Ich hoffe einfach, dass wir diese Welle
auf der weiter reiten können. Wie schafft man es denn, diese Konstanz jetzt hinzukriegen, von der immer alle sprechen und von der auch in der Saison schon oft gesprochen wurde? Also auf sehr gute Auftritte folgten dann mal Rückschläge sozusagen, gerade gegen Mannschaften eben, die unter einem standen. Jetzt hat man das mal die letzten zwei Spiele sozusagen sehr gut hinbekommen. Wie kriegt man es dann hin, dass man im Kopf immer so bereit bleibt, das auch weiter durchzuziehen? Ich denke, dass wir einfach fokussiert jedes Spiel angehen müssen und ja, jeder nimmt ja für sich auch aus positiven Spielverläufen Sachen mit, die, wo man dann nachher sagt, so werde ich versuchen, das am nächsten Spieltag wieder zu machen. Und ja, das ist dann auch irgendwie eine Entwicklung bei jedem selber, was halt gut funktioniert hat. Und ich glaube, dass wir da einfach jeder Spieler für sich besser werden, so dass wir dann voll fokussiert ins Spiel gehen. Dann würde ich noch zur neuen Partnerschaft kommen. Erstens, es hieß langfristig. Kann man das noch ein bisschen beziffern, wie langfristig das ist? Zunächst für die ersten 3 Jahre. Dann ist es ja auch schon erwähnt worden, damals 2014, der Bundesliga-Aufstieg, war Adidas auch Partner. Warum war es denn danach nicht mehr? Also jetzt auch, wie gesagt, in den letzten Monaten gab es viele Bewerber für den HC Erlangen, das muss man wirklich auch ausdrücklich sagen. Und ich durfte da viele sehr wertschätzende Gespräche wirklich auch führen. Wir waren da echt heiß umworben, aber Adidas hat uns am Ende wirklich das beste Angebot gemacht und wollte uns wirklich einfach haben. Das freut uns ungemein. Wie gesagt, die Themen hatte ich gerade erwähnt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, mit so einem großen Weltkonzern eine Partnerschaft abzuschließen. Und ja, ich freue mich einfach, dass es jetzt wieder geklappt hat. Wie gesagt, wir haben eine tolle Vergangenheit und hoffen natürlich auch auf eine noch bessere Zukunft. Man kennt es aus anderen Sportarten, da sind riesige Millionen-Deals, wenn es darum geht, dass jemand Ausrüster sein darf. Ich mutmaße mal, dass das im Handball jetzt nicht in dieser Größenordnung der Fall ist, aber kann man trotzdem vielleicht noch grob sagen, in welchen Größenordnungen man sich ungefähr bewegt? Also so wie bei allen Verträgen, die wir schließen, ist glaube ich klar, dass wir über die Details und Inhalte nichts bekannt geben werden. Insgesamt freuen wir uns einfach über eine tolle Partnerschaft, die den HC Erlangen auch voranbringen wird. Aber wie Sie schon gesagt haben, wir sind hier nicht im Fußball und in irgendwelchen Millionenbeträgen. Also es hilft definitiv auf unserem weiteren Weg der Entwicklung. Und ich glaube, da können wir uns alle ja, sehr drüber freuen. Ab wann muss der Michael seinen Camper abdecken? Ab welchem Termin? Ab dem 1.7.2021, zum Ende der Saison. Okay. Michael, ein Blick zurück, ein Ergebnis gestern Abend. Dürfte dich besonders stolz gemacht haben, dass Balingen in Melsungen gewonnen hat. Das wertet ja euren Erfolg mit einer angeschlagenen Mannschaft auf. Noch mehr. Ja, das zeigt einfach mal wieder, wie verrückt diese Liga ist, dass Balingen was schafft, was wir ja nicht geschafft haben, in Melsungen zu gewinnen. Wie gesagt, man soll nicht immer sagen, ja, das sind Pflichtsiege oder ihr habt da jetzt im Tabellenkeller gewonnen. Das ist Bundesliga. Man muss sich da jedes Spiel hart erarbeiten und deswegen dürfen wir auch zu Recht stolz sein auf die letzten beiden Auftritte. Morgen, also laut Tabelle, werdet ihr leichter Außenseiter morgen. Liegt diese Rolle deinem Team? Naja, also Außenseiter, ich meine, das ist schon was, wo wir uns auch wohlfühlen. Aber ich glaube, dass diese Tabellensituation spielt jetzt bei der Begegnung morgen überhaupt keine Rolle. Da geht es einfach um zwei Mannschaften, die ähnliche Ziele haben, die auf Tabellenplätzen stehen, wo sie sich in der Einbrechung auch vielleicht sehen, vielleicht ein, zwei Plätze weiter oben. Und da geht es einfach um jeden Punkt jetzt. Das ist ein direktes Duell, das ist einfach ein enorm wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Und so war es auch eigentlich in allen Spielen in der Vergangenheit. Und diese Spiele waren immer heiß umkämpft. Und auf das stellen wir uns ein morgen. Gibt es noch weitere Fragen von Seiten der Presse? Dann nutze ich noch kurz die Gelegenheit und möchte noch mal ganz kurz auf unser neues Fanradio hinweisen, was morgen in die erste Runde geht. Das wird moderiert von Andreas Lindner und wir haben wie immer auch einen schönen, interessanten Co-Kommentator dabei. Wer das sein wird, verraten wir erst morgen. Genau, und das Ganze ist frei empfangbar auf unserem YouTube-Kanal oder auch auf Facebook und geht halt, wie gesagt, pünktlich zum Anpfiff dann in die erste Runde um 20.30 Uhr. Also da nochmal der kurze Hinweis und ja, dann danke ich Ihnen allen, dass Sie hier heute vorbeigekommen sind und dann sehen wir uns ja schon morgen Abend wieder. Dankeschön.